Ja, gibt es ja diverse. Also ich glaube, man ist nicht gut beraten, wenn man gerade auch in Zeiten, wo jeder immer alles kommentieren kann, ob das jetzt im Internet ist, bei YouTube zum Beispiel oder bei anderen Foren oder so, da ist man, glaube ich, auf dem Holzweg, wenn man alles und jede einzelne Meinung immer für bare Münze nimmt. Sowohl im Positiven als auch im Negativen. Also es bringt nichts, sich jeden positiven Kommentar so aufzusaugen und zu denken, ja, das ist jetzt die absolute Wahrheit. Genauso wenig, wie man jeden negativen Kommentar oder jede Beleidigung, die ja auch hier und da mal kommt, immer sofort an sich ranlassen sollte. Ich finde es wichtig, dass man sich einen Kreis sucht aus Menschen, von deren Meinung man was hält und die man selber schätzt und von denen man weiß, dass man vielleicht ähnlich denkt, weil Geschmäcker sind ja auch verschieden. Und dann sollte man offen bleiben für Kritik. Also das ist wirklich der Anfang vom Ende. Wenn man auf Leute, die es gut mit einem meinen, nicht mehr eingeht und Kritik von denen nicht wahrnimmt, dann ist eine Frage der Zeit, bis man das ganze Ding vor die Wand fährt, glaube ich.